Die Mieter findet ihr jetzt für 19,99 € im MetaQuest Store. Ein Spiel, was von Grund auf für Mixed Reality designt worden ist. Und es soll uns jetzt zeigen, was Mixed Reality wirklich kann und wofür es wirklich gut ist. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil ich habe da so eine Vorahnung, als ich den Trailer schon gesehen habe. Aber vielleicht werde ich jetzt eines Besseren belehrt. Weil ihr wisst, ich bin bei Mixed Reality immer sehr, sehr kritisch, weil ich da den Mehrwert noch nicht so 100% sehe. Okay, ich würde sagen, wir starten durch mit Die Mieter. Ja, ich bin in Die Mieter, ein Mixed Reality Spiel. Mein Raum habe ich schon gescannt und ich hoffe, das funktioniert alle. Ich zeige euch sogar diesmal diese Seite. Ich habe extra aufgeräumt, Leute. Hier ist meine Küche. Ja, die ist nicht schön, sie ist alt, aber sie funktioniert. Und das ist halt Die Mieter. Hier ist meine Greenscreen. Das schwirrt jetzt hier so drumherum, ja. Und ja, ich habe eigentlich den Raum kleiner eingezeichnet. Also hier bis zur Greenscreen, ja. Und hier praktisch schon eine virtuelle Wand, ja, dass das Stück hier hinten nicht mehr mitgenommen wird. Okay, hält sich das Spiel nicht wirklich dran? Ich hoffe, dass alles funktioniert. Werden wir sehen. So, wir gucken erstmal in die Option. Ich habe vorher schon mal ganz, ganz kurz reingeloopt, um zu gucken, wie das Ding überhaupt funktioniert in Mixed Reality. So, wir haben Audio, wir haben die Kontrollen. Das wird natürlich alles gleich noch erklärt hier, ne? Aber ist alles wenigstens in Deutsch. Und die Stimmsprache könnt ihr einstellen in Englisch, Französisch, Spanisch. Untertitel an, habe ich natürlich, ne? Und die sind dann in Deutsch, ne? So, hoffe ich. Ich meine aber ja. So, dann haben wir noch Extras. Da könnt ihr irgendwas freischalten, Tafeln, Aufnahmen. Ich habe keine Ahnung hier, da kann man auch scrollen. Also ist ein bisschen was drin, ne? Und dann würde ich sagen, wir spielen jetzt. Und ich habe Kapitel 1, wie gesagt, das lösche ich jetzt. Ja, und wir fangen einfach nochmal komplett von vorne an. Ich habe nur mal ganz, ganz kurz reingeloopt, wie das überhaupt hier performt. Aber ihr seht, also es kümmert das Ding nicht wirklich hier, ob ich da Wände eingezeichnet habe oder nicht. Also das dürfte eigentlich da hinten schon gar nicht mehr so rumdrehen, aber okay. Optisch, ja, die Kanten natürlich mal wieder nicht ganz so super prickeln, ne, aber im Großen und Ganzen, ich versuche mal näher dran zu gehen. Okay, jetzt kommt mein Guardian. Also von näher dran sieht es auf jeden Fall besser aus, ne? Okay, machen wir ein neues Spiel. So, Karte kriege ich mit dem Menü-Button. Benutze X, um das Dimensionsportal zu öffnen und zu schließen. Du kannst in das Portal hineinsehen, indem du den Kopf hineinsteckst. Okay, weiter. Verwende Y, um den Barrierefreiheitsmodus aufzurufen, um zu verlassen. In diesem Modus kannst du die Level... Okay. So schnell konnte ich leider nicht lesen. Okay, das Ding erscheint jetzt hier mitten im Raum. Und das sieht gut aus, muss ich sagen, ja. Frage ist natürlich, warum muss man das jetzt in Mixed Reality spielen? Unbedingt, ja. Es soll ja wirklich nur in Mixed Reality funktionieren. Okay. Das hat das Ding ja aus meiner Controller gemacht. Wir haben Untertitel in Deutsch. Und hier kommt ein Schiff. Okay. Und jetzt kommen da einfach so Steine so aus dem Boden, was jetzt, ja, da liegt jetzt Gerümpel vor mir und so. Aber okay. Also die Steine gehen auch... Ja, gefühlt durch die Decke, aber ich habe da keine... Also die Decke bricht nicht auf, ne, wie man das von anderen Spielen kennt. Und das geht jetzt unten zum Nachbarn. Okay. Also das, also den Boden oder Decke oder so, das wird hier überhaupt nicht berücksichtigt. Ne? So, Kapitel 1. So, jetzt habe ich hier diese Welt mittendrin stehen. In meinem Raum. Und das ist schon cool. Also das macht er hier auf dem Fußboden. Das sieht wirklich original so aus, wie es muss. Ja. So ist es auch knackscharf, wenn ich wirklich sehr nah dran gehe. Okay. So. Das ist die Figur, die ich, glaube ich, steuere, ne? So, drehen kann ich hier nicht. So, was war das? Y war Barrierefreiheit. Kann ich nichts machen. So, das ist das Menü, da kann ich jederzeit rein, okay. Dann machen wir natürlich weiter. Okay, dann gucken wir, was wir machen müssen. So, überspringen, B. Du musst mich mit der Taste A oder B aufrichten. Ich höre Biester näher kommen. Okay, dann machen wir mal mit A. Okay, so. Nee, ich bin nicht Echo. So, komm, wir gucken uns das Ganze mal von nah an. Also es ist schon scharf, das muss man sagen. Ich hoffe, du kannst mich hören, nicht zu glauben, ich rede mit einer Riesenkreatur. Ich bin keine Riesenkreatur.
So. I'm Atalanta. And obviously you're the one moving me about. It's usually Echo's job. Ja, mach mal. So, das sind übrigens die Controller, ne? Listen, Pilot. You'll have to help me find my ship. Aha. It should be close by. I hope it's not too damaged. Ja, ich helfe dir. Back as soon as my mission here is accomplished. Oi, okay. So, irgendwas muss ich machen. Da reinhalten, oder was? Achso, ich steuere die jetzt hier mit den Sticks, also Third Person. Warum, wieso, weshalb? So, was war jetzt? Y? Okay. Ah, ich habe jetzt Y festgehalten, warte mal. Y, Barrierefreiheit. Zum Beenden Y verwenden. Okay, jetzt kann ich hier irgendwas einstellen, ne? Ah, jetzt kann ich das hier positionieren, wo ich gerne möchte, die Welt. Ja? Kann sie auch höher halten, dann schwebt sie natürlich. Jetzt ist sie... Okay. Jetzt habe ich es verschoben, ne? Aber es steht immer noch am Boden, ne? Okay. Ah, okay. Also ich kann es dann wirklich verschieben, wenn ich möchte. So, jetzt hier mit den Sticks. Könnt ihr überhaupt noch sehen? Ja, ne? Den Sticks kann ich drehen. Springen brauche ich nicht. Ich gehe da jetzt einfach mal hin und gucke, was passiert. Okay. Hier kommt was angeflogen. Okay, jetzt ist das da mitten auf meinem Tisch, unter meinem Tisch. Okay. Ja, warum das so sein muss, weiß ich nicht. So, jetzt schaue ich mal, da steht irgendwas mit B. Hier sind so Tiere. Aber ich mache jetzt Folgendes, ich nehme das jetzt wieder in die Barrierefreiheit, Y gedrückt, und ziehe mir die Welt einfach hier wieder hin. Also das, warum die jetzt einfach woanders steht, das weiß ich nicht. Wieso kann ich sie nicht weiter bewegen? Achso, okay. So, ne? Okay, drehen kann man sie auch. Ja, ich kann sie auch drehen, guck mal. Wenn ich das gerne möchte. So, jetzt muss ich gucken, wo ist denn die Figur hier überhaupt? So, ich stelle das hier mal so ein bisschen mitten in den Raum, so, dann kann ich mal ein bisschen bewegen. Okay, so, Y. Ach, da kommt sie. So, wieso, weshalb man das jetzt in Virtual Reality spielen, Mixed Reality spielen muss? Das kann ich euch nicht sagen. Okay, ich lenke sie wieder. Wie soll man B drücken? Wow, now that is unusual. So. Da soll man A drücken. Make B jump with A. B is useful for many other things. Okay, aber festhalten tut sie sehen. Ja doch, okay. So, und jetzt? Wo soll ich denn hin? Da hoch oder was? Okay, ich habe jetzt was eingesammelt. So, hier sind natürlich so Stachelfallen. Also im Kern ist es eigentlich ein Jump'n'Run, ne? Jetzt muss ich warten, bis das hier weggeht. So, was ist das? Ich habe jetzt irgendwas bekommen, ich weiß noch nicht was. Kann da hochspringen? Nö. Okay. So, jetzt muss ich ja da hingehen, ne? Ja, bei normalen Virtual Reality Spielen würde man das Ganze jetzt einfach drehen, ne? Also die Welt. So. Okay. Jetzt fliegen wir woanders hin. Ja, Leute, das geht ja nicht. Also die Welt ist hinter meiner Wand. Hier, das ist... Ja, oder? Nee. Ja doch, sie ist ein Stück drin, sie ist ein Stück in der Wand. Also das funktioniert nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt... Ja, wieder, ich bin wieder meckern, ich weiß. Aber warum muss das jetzt ausgerechnet Mixed Reality sein? Man könnte jetzt ja auch eine schöne Welt drumherum machen. Ich kann den Level einfach drehen, da wo ich stehe, und kann dann spielen, ne? Also es ist wieder für mich so ein bisschen... ja, es muss Mixed Reality sein, weil es gerade irgendwie so in oder was, ne? So, zack. Und warum dann an so unmögliche Orte, ne? So, dann laufen wir mal weiter. Es ist so ein cooles Spiel, muss ich schon sagen. Also es sieht gut aus, ne? So kleine Miniaturwelt hier. Ich mag ja sowas, ne? Press B to release my grip. Okay. So, dann nehmen wir das hier wieder mit. 2 von 45. Und dann drücken wir A.
Okay, das sind so Checkpoints oder irgendwas, was ich einsammeln kann, ne? Okay. Also muss ich warten? Guck mal, da kommen so Tentakeln raus. So. Ja, aber im Kern ist es doch jetzt wirklich eigentlich nur so ein Jump'n'Run, oder nicht? I should wake up eventually. Okay, und jetzt fliegt das Ding hin. Okay. Also, es ist schon cool, ne, so in der Größe, aber jetzt muss ich wieder Y drücken. Aber jetzt mal ehrlich, Leute, wer hat denn jetzt so einen großen Raum, ja? Und warum muss das Ding denn jetzt irgendwie 3 Meter woanders hinfliegen, wenn ich hier am Spielen bin? Also das wirkt für mich echt so ein bisschen aufgezwungen. Y. Ja, das Spiel selber so, das gefällt mir, ne, hier mit dieser Welt und so. Das ist alles cool, ne? So. Nehmen wir mal mit hier. Ist das eigentlich egal, wo ich hergehe? Okay. So, da wird sie wahrscheinlich sterben, wenn sie da runterfällt, oder? Wie komme ich da runter? Nee. Okay. Okay, einfach jetzt hier runterlaufen. Ja, und was ist, wenn ich jetzt andersrum gelaufen wäre? Why are you actually helping me, Pilot? Ja, weiß ich nicht. So, und jetzt geht die Kugel wieder sonst wohin? Ja, Leute, das ist aber... Also das sagt mir jetzt hier nicht so wirklich zu, ganz ehrlich. Weil das finde ich so ein bisschen... Ja, wie soll ich sagen? Das wirkt echt so aufgezwungen, dieses Mixed Reality hier bei dem Ding, ne? So. Okay, irgendwas ist passiert. Hat wirklich gelitten. So hebt es nie... Ach, das ist das Schiff? Echo, do you copy? Okay, how shall I do this? All right, we should start by getting it back in shape, Pilot. And to achieve that, we'll need 3 shards of Sack. Das ist schwer zu lesen, weil es ist immer so in dem Level drin hier so, ne? Well, we should get going. Okay. So. Dann muss ich jetzt hier hoch, ne? Okay. So. Dann bleibt doch mal hier. Ja, so macht es doch Sinn, wenn es an der Stelle bleibt, ne? Aber es war jetzt Zufall wahrscheinlich. Wäre wahrscheinlich von da jetzt nach da geflogen. So. Also, wie gesagt, Spielwelt, cool. Gefällt mir, ne? Aber ich hätte das jetzt hier nicht in Mixed Reality gebraucht. Ach, da waren wir, ne? Da sind so Zeichen jetzt hier oben, guck mal. Ja, da sind wir doch schon gewesen. Wollte ich jetzt wieder zurück oder was? Oder ist da was auf der anderen Seite? Nee. Also da oben waren wir schon drüben, ne? Aber da unten war ich noch nicht, ne? Ja, ist egal, ich gehe einfach mal wieder zurück. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. Hallo? Der lässt mich da nicht vorbei. Komme ich gar nicht mehr hoch, ne, oder? Ne. Komme ich da nicht mehr hin? Irgendwie nicht, ne? Oh, hallo. Ich wollte ihn mit meinem Fuß fangen, aber ging nicht. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. So. Ach Mann! Ich werde ungeduldig. So, Mama. So, dann machen wir jetzt hier B, weil ich bin ja vorhin nach oben gegangen, glaube ich, ne? Gucken wir mal, wo das jetzt hier hingeht. Okay, das ist neu, das kenne ich nicht, ne? Aber hier ist auch dieses Zeichen, ne? Oder warten, nee, hier waren wir doch schon, hier ist doch mein Schiff. Muss ich irgendwie da hochkommen oder was? Hä? Ich verstehe das jetzt nicht. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Das ist mir jetzt too much. Wie soll ich da oben hinkommen? I hope we won't be staying here too long. A new episode of Asteria's Restless is on tonight. Okay, kann ich da auch wieder zurückgehen, wenn ich will? Tatsächlich.
Also das mit der Kugel, das sieht ja schon cool aus, ne? Ach nee! Du sollst doch da hochklettern. Aber da waren wir doch schon, ne? Hoch. So, gucken, was jetzt passiert. So, hier war ich aber noch nicht. Okay, das ist was Neues. Ah, ich bin da oben. Ich dachte, ich wäre hier unten. Aha. Doch, hier war ich auch schon, ne? Aber der hat sich jetzt, glaube ich, gemerkt, wo ich die vorhin hingestellt habe. Kann das sein? Ich meine ja, ne? Ja, lass doch mal los. Hello, you. Come have a cuddle. So, weiß ich nicht. Muss ich den tot machen? Guck mal, da ist irgendwas. Look here, Pilot. That's a crystal. I'm from Asteria, a planet quite far from. So, ich habe jetzt irgend so ein Kristall mitgenommen. And it provides us with tremendous energy. So. However, for a while that resource has been corrupted. I've come here to find out why and to find a solution. As you have understood. Ja, da war ich doch auch schon, ne, oder? That's why I'm paired up with a pilot during my mission. Ja, da bin ich doch da oben rein, ne? It's usually Echo, my friend who handles this. Also ich bin da jetzt gerade so ein bisschen verlassen, ne, wo ich hier hin muss und nicht. Ach Mann. No, not again. So, jetzt gehe ich aber wieder zurück zum Anfang, ne? Ist ja gut, ey. Stell dich doch nicht so an. So. Also wenn man, dass man ja drumherum laufen muss. Da macht das ja Sinn, dass das ein Mixed Reality ist, damit ich nirgendwo vorlaufe. Aber es hätte es auch getan, wenn die Welt vor mir gestanden hätte. Ich hätte die mit Sticks drehen können oder mit den Grifftasten oder irgendwie so, ne? Was ich ja sogar kann, wenn ich das möchte, mit der Barrierefreiheit. So, ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hier hin muss. Kann man da durchlaufen? Na gut. Und dann springen wir nochmal hier hoch. Okay. Weil da waren wir ja vorhin schon, ne? So, ist wieder, glaube ich, hier so ein Safe Point. Ja, aber das ist ja jetzt, also für mich wirkt das so ein bisschen echt aufgesetzt, weil ich ja jetzt, ja, ich bin ja wirklich, ne, gezwungen, um die Welt drumherum zu laufen, weil ich sie halt mit den Controllern nicht drehen kann. Also ich hätte mir gewünscht, zusätzlichen Virtuality-Modus, ja, also wirklich mit Drehen der Karte und so weiter. Hier war ich doch auch schon 100 Mal. Ne, hochziehen. Also da ziehst du dich jetzt nicht hoch, auch wenn ich das möchte, oder was? Ne, wohl nicht. Okay. Da auch nicht? Geht da noch irgendwas rum? Ne. Ja, aber hier war ich doch schon überall. Warum soll ich jetzt nochmal dahin? Das ist aber ein bisschen fuppelig hier von der Steuerung, Leute. So. Also da war ja, da oben, da bin ich ja gerade und hab den Kristall geholt, ne? Und da unten ist mein Schiff. Ich gehe nochmal zum Schiff. Ja, aber der merkt sich tatsächlich, wo ich die Dinge alle hingestellt habe. So. Wie kommen wir denn da hoch? Außer gar nicht. Kann ich sonst was machen? Ne, das ist nur Hauen und X. Ah, okay, jetzt kann ich in die Welt reinschauen. Guck mal, das machen wir mal. Okay, jetzt bin ich in der Welt drin. Kann aber nichts machen. Ne? Also ich kann da jetzt nur reinschauen. Okay. Also wie die Dame das hier so sieht, ne? That's it. Ach so, ich sollte jetzt den Kristall dahin bringen. Also der sagt aber auch nicht wirklich, was ich machen muss, ne? Okay. Ah, jetzt bin ich auch da oben angekommen. One good thing done. Now, you must help me accomplish my mission. I need to find the great crystal. Okay, ich kann das gerade nicht lesen, weil das ist so in der Grafik drin. Das ist, also das ist ein bisschen auch blöde gemacht mit den Untertiteln. Okay. Ja, wie gesagt, es ist nicht schlecht, aber. Ja, das ist auch so voll in der Wand hier drin, ne? Ja, aber total. Das hängt in der Wand. Das sieht total komisch aus jetzt. So, ich drücke wieder Y. Nee. Ich ziehe das Ding mal wieder hier vorne hin. So. Echo,
I'm still unable to hear you. I hope you're all right at the orbital station. Wo ist sie denn? Da. Also wir haben wieder so einen Safe Point. Dann klettern wir da hoch, ne? Das hat so ein bisschen was von Another World. Ach man, die kriegt einen und fällt um, ey. Also, gut gemacht. Da kann man echt nicht meckern. Ach nee, du sollst dich doch hochziehen. Oh, bist du doof, ey. Oh gosh, that one doesn't look too friendly. So, jetzt bin ich irgendwie runtergefallen. Aber ich bin ja da angekommen, wo ich eigentlich hin sollte, ne, oder? Ich hab keine Ahnung. Ah, da oben ist noch so ein Stein. Listen, Pilot. The planet is bound to be hostile. Was? So we need to be able to fight. If you briefly press B, I strike. If you press and hold it for a while, I have a burst of devastating anger. Okay. And if you want me to dodge, that's with the left trigger. Try it out. Dem left trigger? That's better. Also das kann ich nicht kaputt machen, ne? Okay. Dann flieg mal. Ja. Jetzt muss ich bis da hinten hinrennen, um das wiederzuholen, oder was? Ist wieder hier. Ach, guck mal, noch vom Weiten. Guck mal, Leute, mit Strahl. Aha, ist für die Faulen. So, zack. Ja, das weiß ich nicht. Also, ach, ich bin schon wieder nur am Schimpfen. Aber das Spiel selber ist cool. Also, das muss ich sagen. Das Spiel selber gefällt mir. Da könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Irgendwas versteckt oder so? Okay. Aber hier ist ja nichts, ne? Ah doch, hier kann man hoch, guck mal. So. Okay, jetzt habe ich irgendwas eingesammelt. Okay, 1 von 10. So, und wenn ich jetzt wieder X drücke, dann kann ich mir das hier wieder angucken, ne? Okay, aber dann sieht es nicht mehr ganz so cool aus, ne? Aber ist ein cooles Feature, ne, mit dem Reinschauen. So. Guck mal, kann ich einfach so da hochspringen? So, und weiter geht's. Jetzt ist es irgendwo da. Ja, weiß nicht, da müsste ich jetzt auf dem Boden rumkrabbeln, Leute. Nee, also das gefällt mir nicht. Ja, aber man kann es auch vom Weiten hier ranziehen, guck mal. Also das geht. Ja, und wie gesagt, man kann es auch drehen. Ja, und das hätte ich mir gewünscht, dass man das immer drehen kann, ohne immer erst die Y drücken zu müssen. Also ist ein cooles Ding. 20 Euro kann man machen, eigentlich, ne? So, gerade noch dran vorbeigekommen. So. Was soll ich? Trigger drücken. Okay. Aha. Und mit dem Left Trigger kann sie dashen. Fünf von fünf. Hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen, ne? Okay. So, jetzt haben wir hier wieder einen Ausgang. Da. Ne, da hinten hatten wir keinen, ne, oder? Ach ne, ich will schon wieder A drücken zum Hochziehen. So, und jetzt? Ja, nee, das hängt ja jetzt hier voll in der Wand, ey. Nee. Also das finde ich schade, das finde ich jetzt echt schade, weil es wirkt wirklich total aufgesetzt, dieser Mixed Reality Modus. Es kann natürlich sein, dass die Kugeln da, wo die hingehen, dass das nachher eine riesengroße Welt wäre. Also, dass hier mal das eine Stück da ist, das eine Stück ist da und das wäre dann da. Ja, aber ist ja egal, ich spiele es ja Level für Level, oder? So, komm, den machen wir noch. Wo bin ich? Da unten. So. Guck mal, der schießt hier was. Das sind schon coole Effekte. Ne? Ich meine, es sind schöne Effekte dabei. Hier bei dem Mixed Reality, ne? Keine Frage. Also ich möchte jetzt nicht nur schlecht reden. Ne? Nur ich
sehe den Sinn nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja eh nicht so der Mixed Reality Fan, das wisst ihr. Also mich hat das noch nicht ganz so abgeholt. So, wir dashen uns da durch. Warum man jetzt da durchdashen muss, weiß ich auch nicht. It's magnificent. He's not drained of energy. Hey! Komm, ey. Da mach ich noch so kaputt. Look, Pilot. The creature's free. Yeah. No, not again. Genau. Was ist das? Ja, und jetzt? Will ich das mitnehmen? Ah, okay. Okay, jetzt ist hier irgendwas. Aha. Hallo? Da reingucken, oder was? Nee. Honestly, I wonder if all of them crashing down, Echo. That's what's happening. Ja. Also wie gesagt, es ist cool. Also es kommt gut rüber. Gute Effekte drin, aber ich hätte es auch in Virtual Reality spielen können, ganz ehrlich. Habe ich jetzt, glaube ich, schon 100 Mal gesagt, ne? Ja. Es ist, wie es ist. Aber ich habe mir das schon gedacht, wo ich den Trailer gesehen habe, ne? Aber cooles Spiel. So. So, kann ich mir das anschauen hier? Ach, da sind die Arme, sind da dahinter weg, ne? Pilot? Guck mal, da ist so. Da wo der Untertitel ist, da sind meine Hände zu sehen, ne? Geht das noch weiter oder muss ich B drücken? Muss ich da jetzt reinkloppen? Den Kopf da reinstecken? Nee. Was muss ich machen? Hallo? B überspringen? Ich drücke jetzt einfach mal A, B. Ich will es ja nicht überspringen. Irgendwas muss ich doch bestimmt machen, ne? Kann aber nichts machen. Das Spiel ist mich hier wieder allein. Ich kann da ruhig den Kopf reinstecken, da passiert nichts. Ne? Ja gut, dann drücken wir B. Okay, Welt ist wieder da. Ja, das ist die Mieter. Achso, kann ich ja so gar nicht bewegen. Ne? Das wäre so cool, ohne Y. Einfach mit den Grifftasten zack, zack, zack drehen. Ne? Ziehen, wie man das haben möchte. Schade. Okay, so, wir gehen wieder ins Menü. Wir gucken mal. Guck mal, was habe ich gespielt? Das sind hier die Welten. Das habe ich gespielt. Da habe ich irgendwas wahrscheinlich gefunden, weil hier sind so Zeichen. Ne? Und Extras. Hallo? Wo ist es? Ich hab's kaputt gemacht. Das Spiel ist weg. Okay. Ja gut, Leute, ihr merkt, es läuft noch nicht so ganz rund, ne? Irgendwas will nicht. Ja gut, dann machen wir so Schluss hier mit dem Mixed Reality Build. Ne? Ist dann so. Ich sag noch ein bisschen was im Fazit zum Spiel. Das meiste habt ihr eh schon gesehen. Und dann kommt natürlich gleich nochmal meine Mixed Reality Meinung, was auch sonst. Ja, im Video habe ich schon sehr, sehr oft erwähnt, das Spiel selber, das finde ich cool. Es ist eine schöne kleine Miniaturwelt, wo ich über Third Person die Figur steuere. Ich muss mir den Weg selber suchen und auch finden, weil es gibt echt keine Hinweise großartig. Also man muss schon sehr gut den Text verfolgen. Man kann kämpfen, man kann springen. Ja, also wirklich sehr schön in Szene gesetzt. Und jetzt das Mixed Reality. Warum? Ja, also es hieß ja im Vorfeld, das Spiel ist von Grund auf für Mixed Reality designt worden. Und dann habe ich nur kleine Welten vor mir, die natürlich cool aussehen hier in meiner Umgebung. Aber dann ist der nächste Level irgendwie 3 Meter da hinten und ich müsste dann dahin laufen, um diese kleine Welt zu spielen. Und wenn ich fertig bin, laufe ich wieder 3 Meter zurück zu der anderen kleinen Welt, um dort weiter zu spielen. Warum? Ja, in Virtual Reality hätte einfach das Portal
sich geöffnet, die neue Welt hat sich vor mir aufgebaut. Ich könnte sie einfach drehen mit Grifftasten, ich kann die Figur immer sehen und könnte es in Ruhe spielen. Also Mixed Reality Mehrwert sehe ich hier überhaupt nicht. Dann passt das Ganze stellenweise ja gar nicht. Ja, also stellenweise war wirklich die Welt in der Wand, nur so ein Stück, aber sie war halt in der Wand, ja. Und man hat natürlich auch Möbel, ja. Und daraufhin nimmt das Spiel gar keine Rücksicht. Also wenn da ein Tisch steht oder eine Blume oder ein Stuhl, irgendwas steht da bei euch rum, zack, ist da auf einmal der Level drin und ich bin gezwungen, über die Y-Taste die Barrierefreiheit zu aktivieren, um mir das Spielfeld dann wieder dahin zu ziehen, wo es für mich am passendsten ist. Warum nicht von Anfang an so? Ja? Ich meine, man hätte wirklich noch einen Virtuality-Mode einbauen können und von mir aus auch Mixed Reality drin lassen können. Aber jetzt zu behaupten, das Ding ist von Grund auf für Mixed Reality designed worden, das hätte phänomenal auch in Virtual Reality funktioniert und hätte auch noch besser ausgesehen. Weil ihr wisst, die Kanten, ne, das ist immer so eine Sache bei Mixed Reality. Hier geht's, ist nicht so schlimm wie bei Lego, aber ich weiß halt, in Virtual Reality hätte das Ding knackscharf ausgesehen, ja, und richtig bombastisch, ja. Es sieht auch so gut aus, aber es hätte noch besser ausgesehen. Ja, den Mehrwert sehe ich hier wirklich überhaupt nicht. Auch nicht, wo das Raumschiff nachher irgendwie abgestürzt ist. Es ist ja wirklich in meinen Fußboden rein. Es ist tiefer als mein Boden abgesunken, also praktisch zum Nachbarn. Als die Steine an die Decke geplatzt sind, da ist nichts irgendwie aufgebrochen von meiner Decke, ne? Wie man das von First Encounters oder so kennt. Also es wurde zwar der Pass-Through genutzt, ich habe auch den Raum vorher gescannt, also ein Raumscan findet auch statt, ist nicht nur einfach eine Durchsicht, aber das Spiel nimmt keinerlei Rücksicht darauf, wie groß mein Raum ist. Ich habe ja auch hier hinter mir die Greenscreen, da habe ich es begrenzt, da ist eine Wand, habe ich gesagt, ja, weil ich nicht hinter der Greenscreen auch noch rumlaufen wollte. Und ihr habt schon gesehen im Intro, diese Symbole, die sind wirklich um mich herum ja geschwirrt, aber dann auch hinter die Wand, ja, und das darf dann eigentlich nicht sein, wenn ich vorher einen Raumscan ausführe. Ich weiß, ich mecker wieder, vielleicht auf hohem Niveau. Viele werden vielleicht Spaß haben und finden das toll, wenn diese kleinen Welten überall in der Wohnung aufploppen und man muss immer 3-4 Meter laufen zum nächsten Level, um dann weiterzuspielen in Third Person. Ne? Man hat noch niemals großartige Interaktion. Macht das Spiel aber nicht schlechter, weil es ist eigentlich ein Jump'n'Run und es ist ein gutes Jump'n'Run. Also es ist schon sehr, sehr cool. Aber ich hätte es mir in Virtuality gewünscht und dass ich dann wirklich direkt über die Grifftasten drehen kann, vielleicht auch zoomen kann, ja, also auseinanderziehen und so weiter, kennt ihr alles aus anderen Spielen, hätte hier phänomenal funktioniert und für mich wirkt hier der Mixed Reality Mode einfach nur aufgesetzt. Ja, das ist einfach so. Ja gut, Leute, genug gemeckert. Spiel ist cool. Also wenn ihr darauf steht, auf solche Art von Spiele in Third Person so eine Figur zu steuern, Wege finden, Rätsel lösen und so weiter, dann dürft ihr hier für 19,99 zuschlagen. Wenn ihr hier ein gnadenloses Mixed Reality Erlebnis erwartet, dann habt ihr das gesehen, was das Spiel kann im Video, müsst ihr selber entscheiden. Also ich würde sagen, Mixed Reality braucht das Ding nicht. Aber wenn euch das auch zusagt, könnt ihr natürlich auch 19,99 € in die Hand nehmen. Also Spiel ist gut, Mixed Reality Mode finde ich aufgesetzt. Gut, Leute, jetzt eure Kommentare. Schreibt alles hier unten rein. Ich bin gespannt. Ich glaube, das wird eine riesige Diskussion hier unten in den Kommentaren. Werde ich mir alles durchlesen, natürlich auch alles beantworten. Jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Und auch dort können wir gerne weiter über Demeter diskutieren und debattieren, so viel wie ihr gerne möchtet. Den Link zu unserem Discord wie immer in der Videobeschreibung zu finden. Oder einfach weare-discord.de eingeben. Zack, gibt's eine Einladung. Ja, Leute, jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit Demeter. Könnt ihr, wie gesagt, echt mal schreiben, wie viel Meter ihr laufen musstet in eurem Raum, ja. Ja, und dann hoffe ich natürlich jetzt, dass wir uns beim nächsten Video natürlich wiedersehen.